ein Wort. Und zwar passend zu unserem Buchstaben der Woche, der ja zwei Laute hat. O, wie Ordner. O, wie Ofen. Schreiben wir Opa. Opa, das ist ja ein ziemlich wichtiges Wort. Wenn man einen Opa hat, dann schreibt man dem vielleicht auch gerne mal eine Postkarte. So, Opa, was hörst du am Anfang von Opa? Was hörst du am Anfang von Opa? Kevin. Oh, und jetzt wollen wir, halt dir nochmal den Mund zu, bitte, falls du es nämlich schon weißt. Was singt der Mann im Lied immer? Oh, wie? Wer weiß es? Wer weiß es? Eigentlich müssten jetzt ganz viele Finger oben sein, weil wir uns eben ganz lange das angeguckt haben. Super. Wer kann es verraten, damit wir gleich weiterkommen? Jolina? Genau. Oh, wie Ofen. Beim Schreiben. Schau einmal, ich habe die Linien, die du im Heft hast, in deinem Schreibbuch hast, habe ich hier aufgemalt. Wir schreiben auf dieser Linie hier drauf. Wir setzen den Buchstaben auf diese Linie drauf. Wir fangen oben an und schreiben ein O. Das machst du jetzt auch. Schreibe ein O. Das geht auch ziemlich schnell meistens, ne? Genau. Wer fertig ist, guckt mich an, damit ich weiß, dass du weitermachen kannst. So, O. Das haben wir schon. O steht da. Wie geht's weiter? Was hörst du danach? Opa. Was hörst du danach? Opa. Grisha. Grisha hört A. Das ist aber danach erst. Was kommt noch dazwischen? Vielleicht musst du mal deine Hand so leicht vor deinen Mund halten. Opa. Dann merkst du vielleicht, was dazwischen kommt. Madi. Und wenn du jetzt schon weißt, welches Bild dazu gehört, wer weiß es, welches Bild gehört dazu? So. Noch nicht so viele. Wir fangen an. P. Ameise? Nein. P. Affe? Nein. P. Esel? Nein. P. Ente? Nein. P. Igel? Nein. P. Indianer? Nein. Ofen? Nein! Ordner? Nein! Uhr? Nein! Unfall? Nein! Müssen wir hier unten weitermachen. Maus? Nein! Löwe? Nein! Sonne? Nein! Müssen wir weitermachen. Wal? Nein! Dino? Nein. Baum? Nein. Hat irgendjemand ja gerade gesagt? Nein. Nee, es klang nur komisch, ne? Ist ganz ähnlich, aber es war nicht das, was wir suchen. Gabel? Nein. Jacke? Nein. Schere? Nein. Nashorn? Nein. Hut? Nein! Zebra? Nein! Oh, wir müssen viel durchhalten hier heute. Zebra? Nein! Fisch? Nein! Tiger? Nein! Pinguin? Ja! Zum Glück. Mein Arm ist schon fast abgefallen. Da haben wir den Buchstaben, den wir brauchen, um zu schreiben. Und dann geht's weiter. Opa. Wir haben schon Opa. Was hörst du danach? Opa. Opa. A. Wer weiß schon, welches Bild dazugehört zu A? Ganz schön viele. Wir gehen mal auf die Suche. A. Ameise. Ja. Haben wir mal diesmal Glück gehabt, ne? Ja. Wir brauchen also diesen Buchstaben, du darfst auch den kleinen nehmen. Und jetzt achte bitte nochmal darauf,
wie du ihn schreibst, wenn du es schon kannst. Entweder malst du ihn ab oder du schreibst von unten nach oben und wieder nach unten und ein Strich. Hab ich schon. Und wir haben Opa geschrieben.